Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Gameplay Video. Und wie ihr an dem Wort sehen könnt, haben wir dieses Mal sogar ein bisschen invaded. Ist aber nichts bei rumgekommen. Und Trundle macht nicht seine... Okay, das ist interessant. Er macht nicht seine Golems. Das heißt, er will wahrscheinlich entweder early ganken oder doch noch invaden. Das ist actually schlecht. Oder er will auf beide Krabben gehen oder so. Das ist schon mal kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. First Blood Botlane, let's go. Oh, aber Draven stirbt wahrscheinlich. Nevermind, what the... Achso, er ist Level 2 geworden wahrscheinlich. Ich wollte schon sagen, wie hat er das überlebt? Er war so low ignited und sie hat noch einen Auto Attack gemacht. Wahrscheinlich dann genau Level Up bekommen. Lucky Dude. Bitte invade mich nicht. Dieser dämliche Troll. Lustig, dass es schon wieder ein Trundle ist. Der letzte Trundle ist ja AFK gegangen, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Also hoffentlich macht der das auch. Ja, naja. Nein, hoffentlich nicht. Soll ja competitive sein hier. Und wer die Gold-Elo auch nicht geschenkt bekommen. Also schon, weil die Gegner schlecht sind, aber nicht, weil die Gegner AFK sind. Aber es sieht schon mal gut aus. Also ich muss schon sagen, wir haben ein richtiges Powerhouse-Team. Also ich meine, es ist egal, was für Champions man hat. Man kann immer verlieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, extreme Late-Game-Comp. Also Draven, wahrscheinlich der stärkste ADC im Spiel. Jetzt, wenn man rein den Damage anguckt und... Ja, gut. Ja, Junge, da brauchst du jetzt nicht Trundle pingen, Alter. Du bist einfach gestorben. What the fuck? Oder er hat noch nicht sein Ding gemacht. Okay. Ich sollte aufpassen. Ich glaube, die Mitte pushe ich rein. Oh, soll ich nicht? Also Trundle ging für den Early Gank. Aber mich wundert es, was er für einen langsamen Clear hat. Weil Trundle ist eigentlich schon ein schneller Jungler, würde ich sagen. Oh no, er wurde back-to-back nochmal gegankt. Ja, Alter, er hat halt auf eine gepushte Lane TP'd. Jetzt mal ganz ehrlich, wer macht sowas auch? Oh, ich kann ihn nicht. Ich schaff den Drake nicht. Ich habe keine Heiltränke. Ich habe nur einen. Ich schaff den Drake nicht. Schade. Wäre jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, weil Trundle ist Top-Lane. Aber den hier ADC lebt jetzt auch wieder. Ja. Naja, wäre zu risky. Wenn da einer checken kommt und ich habe 50 AP gefühlt übrig, das ist zu risky. Stirbt der noch? Wow. Schade. Ja, aber ich meine, wie gesagt, also Trundle ist, wie heißt der, Nasus ist auf eine gepushte Lane getippied, wo der Jungler noch in der Nähe war, das wussten wir auch, dass der noch in der Nähe war. Und, ja. Also ich meine, was willst du da sagen? Ich meine, ganz ehrlich. Und vor allem benutzt er seine E zum Reinpushen. Also ich meine, was soll denn das? Selber schuld. Braucht halt auf jeden Fall nicht mich flamen. Ist ja ein easy Double Kill für Trundle. Wobei er sogar nur ein Assist hat, also von dem her. Achso, ja stimmt, beim ersten hat er gar nichts gemacht, der Trundle. True. Und halt die Botlane, ey. Schade. Aber die sind halt auch permanent reingepusht. Das ist halt ein gefundenes Fressen. Vor allem für den Trundle. Mit dem Ultra Slow. Was zum Teufel ist das für eine Sprache? Gamtin Panagias So? What the hell? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Hört sich nicht europäisch an, TBH. Eventuell ein europäischer Legastheniker, aber... Jetzt ist ja der Drake auch gefährlich. Ja, stimmt. Oh ja, Drake ist wahrscheinlich weg, oder? Könnte weg sein. Mist.
Nee. Ich würde ihn gerne machen, aber es ist schon ein gewisses Risiko. Ich sag's immer wieder. Das kann halt. Oh, ne, Moment, wenn sie jetzt Trundle killt, dann ist da natürlich weniger Risiko. Wow, sie ist sogar fast full life. Sie hätten einfach komplett deleted. I like that. Oh boy. Wer war denn das? Ach, Ahri, okay. Ich dachte gerade schon, das ist eine Lux. Aber es war nur von dem Skin wahrscheinlich Star Guardian, oder? Ja, oder so was ähnliches. Alright, Inferno Drake ist secured. Und Draven ist gestorben, diesmal ohne Trundle Support, aber wieder halt hart reingepusht. Aber ich finde halt, das ist halt, vor allem als Diana, ist es halt echt schwierig, weil auf so einer Lane kannst du halt nicht so einfach ganken. Okay, vielleicht braucht man das auch gar nicht. Aber es ist halt schwierig, weil du kannst halt, ja, du kannst dran springen, aber das war's halt auch. Und Tower Diven ist nicht so gut als Diana. Tower Diven als Diana ist nicht so geil. Perfect Timing. Oh no. Ah, oh, Flash. Also Ahri kein Flash und keine Ulti, aber ich weiß nicht, was der Cooldown von ihrer Ulti ist. Trundle könnte bei meinem Red Buff sein. No? Ah, okay, da ist er. Im River. Naja, es könnte sogar sein, dass ich jetzt gerade. Naja, wobei stärker bin ich nicht, ja sehr. Vor allem nicht mit Ulti, als wenn er Ulti macht. Und ich habe sogar keine Ulti, dann erst recht nicht. Aber wenigstens ist Nasus nicht mehr gestorben. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Oh. Sieht die das? Ja. Wow. Ich habe keine Ahnung, was sie gemisst hat, aber mies. Oh shit. Help me! Kann ich noch was machen? Na, die hat sie. Warte mal, Trundle ist tot, ich könnte invaden. Oh, oder auch nicht, Teemo. Oh, shit. Als ob die hier Wards haben. Okay, er ist backgegangen und hat TP'd. Ich wollte schon sagen. Also, wenn er jetzt gekommen wäre und mich gekillt hätte, weil sie da ein Ward hatten, oder mehrere sogar, dann wäre ich, glaube ich, komplett ausgerastet. Next Drake 1,60, okay. Und Herald in 4 Minuten. Hat er den Herald noch? Der hat den Herald noch. Das heißt, der wird jetzt gleich irgendwo ganken und dann Herald machen. Oh, die Botlane, die soll backgehen, ne? Eine Lowlife-Botlane lädt er geradezu dazu ein. Weil er wahrscheinlich einfach Mitte geht. Ja, da ist er auch schon. Aber Tower ist noch full life, also das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Ich hatte gerade kurz die Rede, er geht rein. Eine Minute noch bis Draco Reno.
Oh, sie geht echt dran. Wo da gerade eben noch Morgana war, ist sie lebensmüde? Ich finde, Morgana und Ahri sind richtig schwierig auf der Minimap auseinanderzuhalten, weil die sehen halt legit gleich aus. Die Bilder. Aber extrem ähnlich. Auf die Schnelle ist es echt schwer zu sagen, auf der Minimap, welcher Champion da gerade auf der Midlane rumläuft. Oh, oh wow, das ist ein easy kill. Wow. Das war... Also, keine Ahnung, warum die Ahri nicht backgegangen ist, aber nice für uns. Oh. Wo ist der Trundle, though? Oh, er ist Botlane, ne? RIP. Hat man auf der Minimap nicht gesehen. What? What? Die haben gerade einfach 2 gegen 3 gewonnen auf der Botlane. Der Jhin von denen steht 1-6. Was zum Teufel? Was sind das schon wieder für Gegner, ey? What the hell? Und wir haben einen AP-Nasus. Deswegen spielt er so komisch. Der ganze Chat blau, das gefällt mir. Und das sind keine Toxic Pinks. Na ja, gut, wobei. Nevermind. Nevermind, das sind doch Toxic Pinks. Aber sollte keine Rolle spielen, hoffentlich. Ja, das sind mir eigentlich die liebsten Games. Nicht so viel machen müssen und einfach farmen und Objectives holen. Gut, Inherit hat der Trundle bekommen. Aber was haben sie damit gemacht? 3 Tower Plates. Okay, ist actually gar nicht so schlecht, aber wenn man bedenkt, dass wir so viele Kills mehr haben, würde ich sagen, fair trade. Und 2 Drakes. Und der nächste ist Mountain. Ein Mountain Draco. Oh. Okay, jetzt waren sie aber echt lange nicht mehr Top-Lane. RIP. Sekunden auf Harold. Den könnte ich mir diesmal holen. Smite ist auch ready. Von den Gegnern hat niemand über 100 Farm außer Teemo. Wow. Okay, jetzt poppt die Irelia ja richtig auf. Crazy. Ach, shit. Ja, Teemo wird halt kommen. Hallo? Ich find's aber so nice, wenn das Team so hart gewinnt, aber dir einfach niemand zur Hilfe kommt. Jemals. Das ist jedes Mal so. Dann will ich einmal im Play, also die ganze Zeit bin ich passiv am Spielen, farm einfach nur hoch und dann will man mal was machen und dann hilft einem legit niemand, obwohl das gesamte Team gefeedet ist. Das ist wirklich jedes Mal so. Genau deswegen mache ich auch so ungern irgendwas solo. Kriegen die halt noch einen Herit for free und es juckt eh niemanden. Aber dann juckt es mich auch nicht, ganz ehrlich. Es ist halt legit niemand gekommen. Irelia hat einfach weitergekämpft, 1 gegen 3 oder so. I don't care. Dragons sind, finde ich, wichtiger. Weil Türme fallen so oder so. Turret Plating ist eh weg, oder? Ja. Und Türme fallen so oder so, früher oder später. Von dem her ist das in the bigger picture nicht so wichtig. Nicht so wichtig wie Drakes, weil die sind permanent. Und die Soul ist natürlich die Cherry on top. Na gut, ohne Minion Wave wird es schwierig mit dem Pushen, Boys.
Timo killen. Lol. Na gut, die Tower dive ihn einfach. Dragon eine Minute. Ich habe 3.000 Gold. Armer oder hier. Lol. Damn. Destroyed. Oh, 30 Sekunden. Ah, das schaffe ich aber. Ich habe zweimal Smite. Müsste ich schaffen. Also ich benutze zweimal Smite bei Golems, meine ich. Ja, natürlich nicht. Aber das ist eh schon wieder, es ist jetzt so egal einfach. Das Game ist so over. Weil man das nie zu früh sagen sollte, man kann es immer verlieren. Wir haben einen Full AP Nasus. Was meiner Meinung nach auch echt schon mehr als fragwürdig ist. Aber naja. Ja, Drake ist gerade gespawnt. Trundle ist tot, also kann eigentlich niemand dort sein. Alright. Ist dann schon der dritte Drake nach 18 Minuten, also quasi fast perfekt. Perfecto Drago. Haben die irgendwas zum Stealen? Draven, nee, Jhin Ulti oder Jhin. Nee, Jhin Ulti geht gar nicht auf Monster, glaube ich. Oh, 2, 7, 3, 8. Der einzige, der keine unnormale Todeszahl hat, ist Teemo mit einem. Ich habe nur 4. Ich habe eine sehr schlechte Killbeteiligung. Nur an jedem sechsten Kill war ich beteiligt. Aber dafür 3 Drakes. Und an denen war ich immer beteiligt. So kann man seine Stats auch pushen. Ja gut, aber es ist das Gleiche. Es sind halt, mehr als die Hälfte der Kills sind halt nur auf der Botlane passiert. Wo eigentlich auch nur die Botlane beteiligt war. Jeweils. Gegnerische und unsere. Von dem her schwierig, da überall Kill Participation zu haben. Der Trundle hat auch nur 6 Kill Participation tatsächlich. Und klar, sie haben nur 14 Kills. Aber er war aktiver, sage ich jetzt einfach mal, als ich in den Lanes zumindest. Und das ist der nächste Tower für uns. Ahri ist top tatsächlich. Niemand ist Midlane. Teemo lebt wieder. Got it. Oh shit. Wie viele Stacks hat Nasus? Ich sag 150. 219. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was er jetzt eigentlich haben sollte. Also wenn es ein normaler Nasus ist, sag ich mal. Aber der benutzt seine Q ja wahrscheinlich nicht mal. Also AP Nasus macht er erst Max E. Also in Aram ist es ein gutes Bild, aber nicht in einem Normal Game. Also es ist echt fragwürdig. Also im Late Game könnte uns das Spiel kosten tatsächlich. Na gut, er hat einen kranken Burst. Also der Proc von der E und auch die E-Größe ist ziemlich heftig. Also wenn sie gut platziert ist, macht die bestimmt über 1500 Schaden in einem Teamfight. Der erste Proc wahrscheinlich macht allein schon 500, also ein Teemo macht da wahrscheinlich Half-Life oder so. Aber danach macht er halt im Endeffekt nichts mehr. Weil er ist dann auch nicht tanky. Ja. Kein großer Fan davon. Nur wenn man halt wirklich hart am Gewinnen ist, was jetzt in dem Fall der Fall ist. Ich glaube, wenn man mit dem Bild, und ich meine, im Endeffekt steht er 0,5. Ich denke, wenn man mit dem Bild behind fällt, auch im Late Game,
Wenn alle Vollbild sind, ist es dann wahrscheinlich eigentlich schon egal. Das glaube ich einfach nicht so gut. Könnten halt theoretisch einfach Druid Baron machen. Lol, sie konnte nicht mal ihre Q machen. Damn. Das ist halt crazy. Ja, lol, Nasus hat meine Stats reversed. Ich hatte 5-0, er 0-5. Alter, wenn ich jetzt nicht 16 Punkte bekommen habe, das ist der fünfte Sieg in Folge und ich habe immer 15 bekommen. Und jetzt hätte ich 99 Punkte, wenn ich wirklich nochmal 15 bekommen habe. Das wäre so lächerlich. Aber ich habe, also safe wieder 15 Punkte. Ja. So ein Drecksgame, es ist unglaublich. So ein mieses Drecksgame. Jetzt muss ich noch ein Spiel gewinnen, nur um Promos zu kommen. Und wenn ich eins verliere, muss ich wieder zwei gewinnen. Das ist so unglaublich dämlich, ey. Also keine Ahnung, wer sich den Dreck ausgedacht hat. Ich hatte den niedrigsten Schaden im Spiel, aber doesn't matter. Ich meine, ich war im Endeffekt nützlicher als der Trundle und der hatte sogar den höchsten Schaden bei den Gegnern. Aber dann, was hatte der jetzt für Stats? 7er Killbeteiligung. Ich hatte 6. Und der hatte halt einfach den dreifachen Schaden, also damn. Das heißt, die meisten seiner Gangs oder seiner Fights sind in keinem Sieg geändert, aber gut. Das ist ja klar. Naja, danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.